Wir starten jetzt mit dem sogenannten OSM 3D-Block. Das heißt, wir haben das so geplant, dass es drei Redner gibt. Einmal der Matthias, der Tobi und noch Matthias. Und die drei Redner oder die drei Jungs haben insgesamt eine Stunde Zeit. Und wenn ich es richtig verstanden habe, haben sie so geplant, ungefähr ca. 45 Minuten verschiedene Sachen zu präsentieren. Und anschließend können wir ca. 15 Minuten in der Runde diskutieren. Und ansonsten übergebe ich jetzt das direkt das Wort an den ersten Matthias und bitte. Jo, alles klar, danke Pascal, auch von uns nochmal herzlich willkommen. Wie er schon sagte, wir machen das heute zu dritt. Also ist einmal der Matthias, dann Tobias und ich bin auch Matthias. Wir machen es deshalb, weil wir alle Interesse an 3D-Themen haben und irgendwelche Projekte haben, die mit 3D zu tun haben. Und wie Foskis dann gesagt hat, macht das doch einfach zusammen, damit wir nicht alle drei irgendwie ständig das Gleiche erstmal erzählen. Und deswegen geht es so. Wird so heute ablaufen, dass ich erstmal anfange mit einer allgemeinen Einleitung, also was uns quasi alle drei interessiert, die generelle Motivation, was es in diesem Themenbereich für Herausforderungen gerade gibt, was für Baustellen, wo wir dran arbeiten. Und im Anschluss daran wird es dann eben von jedem von uns eine spezifische Projektvorstellung geben, was derjenige macht, so etwa 10 Minuten jeweils. Und am Ende, wie gesagt, hoffen wir, dass wir noch ein bisschen Zeit über haben, dann entsprechend auch auf Fragen einzugehen. Gut, dann können wir starten. Ja, ich fange mal an mit einer Folie, die zwei sehr schöne Beispiele zeigt, die wahrscheinlich viele von euch vielleicht auch kennen. Das linke ist, wenn ich richtig informiert bin, Disney World in den USA irgendwo und rechts sieht man Berlin, Tiergarten und den Zoo auch. Das sind halt tolle Beispiele, wo man sieht, was in OSM alles gemacht wird. Dass die Leute immer mehr verrückte Sachen mappen, immer mehr Text haben und wirklich teilweise in Städten, gerade natürlich in Europa, in Deutschland, in Großstädten, das schon sehr ausführlich ist und man teilweise schon von einem gewissen Grad an Sättigung sprechen kann sogar, dass die Leute gar nicht mehr wissen, was mache ich jetzt als nächstes überhaupt noch, ist ja schon vieles da. Und besonders auffällig in letzter Zeit, seitdem eigentlich Bing die Luftbilder freigegeben hat, ist es eben, dass extrem viele Gebäudegrundrisse gemappt werden, also vom Satellitenbild meistens in der Regel abgezeichnet. Hier sieht man mal so eine Statistik von TechInfo, wo wir sehen, dass wir jetzt über 50 Millionen Gebäude haben in OSM. Seit kurzem sogar mehr als Straßen, das heißt OpenStreetMap wird immer mehr auch für andere Dinge genutzt. Und unten steht auch, Objekte mit diesem Key wurden zuletzt von fast 50.000 Nutzern bearbeitet, editiert. Das heißt, es ist fast ein Zehntel von allen OSM-Nutzern, nicht nur von aktiven, sondern von allen. Das heißt, das machen sehr viele Leute. Rechts sieht man auch ein Bild hier von Dessau, kann man glaube ich recht schlecht erkennen. Das ist hier der Bereich, in Dessau sind auch sehr viele Gebäude gemappt. Nun ist es aber so, dass halt diese ganze Entwicklung, was alles neu gemacht wird, relativ auf 2D eben beschränkt ist. Und alle, die bei uns jetzt sich um 3D-Sachen kümmern, also wir glauben halt, dass so ein Projekt wie OSM, also was schon so etabliert ist, was es schon jetzt lange gibt, wo es so viele Leute gibt, die da engagiert sind und sich für interessieren, dass da noch viel mehr Chancen sind, dass man auch viel mehr rausholen kann. Und da wäre eben der nächste logische Schritt, das Ganze irgendwie in Richtung 3D zu bringen. Denn bislang gibt es halt nur ziemlich wenig 3D-Informationen. Also in der Tabelle sieht man mal oben nochmal die Gebäudegrundrisse und im Vergleich dazu, es gibt natürlich schon so ein paar Tags, die mit 3D zu tun haben. Gebäudehöhe, Anzahl der Stockwerke und auch Dachformen beispielsweise. Man sieht aber, dass halt maximal so oder ungefähr 1% der Gebäude solche Informationen haben. Das heißt, das Ganze ist noch sehr experimentell, noch sehr am Anfang. Und es gibt eben für Leute, die darauf Lust haben, die mir sagen, ja, ich habe meinen Ort irgendwie komplett oder nahezu vollständig irgendwie gemappt, ich weiß gerade gar nicht, was ich machen soll. Ich hätte aber Lust und Interesse auch in Richtung 3D was zu machen. Da gibt es eben noch nicht wirklich so die Unterstützung. Also es wird in OSM halt noch nicht wirklich, ist noch nicht so richtig möglich, wirklich 3D-Informationen abzulegen. Und der Anreiz ist noch nicht so da, da man eben nicht sieht, was man macht. Also ich meine, wer hinterlegt irgendwelche 3D-Texte nachher in der Karte, sieht man nichts davon. Und das ist natürlich eine ganz große Motivation, die bei OSM eine große Rolle spielt, weg. Oder ist noch nicht unterstützt. Genau, aber bevor wir damit daran anschließen, nochmal kurz innehalten und uns überlegen, warum das Ganze überhaupt, was soll das, warum 3D, wozu ist das gut? Naja, wenn man über 3D spricht, gerade im Bereich von OSM, dann geht es natürlich hauptsächlich um 3D-Stadtmodelle. Das wäre also das Ziel, irgendwie 3D-Stadtmodelle auch in OSM zu generieren. Hier sind mal zwei Bilder, einmal links London, rechts Berlin. Das Ganze ist so, da kommen jetzt mal so ein paar typische Anwendungsbeispiele, hoffe ich doch. Ja. Genau.
Das Ganze ist so, dass es in den letzten Jahren, also schon seit 10, 15 Jahren, ein großes Thema ist im gesamten GIS-Bereich, auch in der Forschung, bei vielen öffentlichen Verwaltungen. 3D-Stadtmodelle ist immer so, okay, ist das jetzt das Nächste, was wir brauchen, was es gibt, was können wir damit anfangen? Ich habe eine Reihe von Anwendungen da mal hingestellt. Nun ist es auch so, dass es gibt ja auch schon einige Städte in Deutschland, die solche Stadtmodelle haben, vor allem größere Städte, die sich das für verschiedene Anwendungen, eben vor allem Tourismus und so weiter, geleistet haben. Denn bislang ist es halt so, dass so, um sowas zu erstellen, werden meistens spezielle Firmen beauftragt. Ich habe mal so ein paar einstellige Namen da, die Logos mal in die Folie geworfen. Das heißt, sie werden beauftragt, das ist natürlich ein hoher Material- und Personalaufwand. Man kriegt auch sehr präzise Daten, das Ganze wird dann mit Laserscanning gemacht oder Fotogrammetrie, Luftbildern, Befliegungen und so weiter. Man kriegt auch tolle Stadtmodelle daraus, die auch sehr präzise sind, aber es wird ein hoher Aufwand für die Kommunen und es gibt eben auch viele kleinere Städte, die dann sagen, ja, okay, ist irgendwie ganz nett, aber wir sehen jetzt nicht ein, da irgendwie so rein zu investieren, weil wir noch nicht die super Anwendung sehen. Wir hätten es ganz gerne, aber nicht für den Preis oder so. Und da kann man halt sagen, da könnte so ein Projekt wie OpenStreetMap halt ähnlich wie auch im 2D-Bereich, wo es ja auch immer mehr jetzt genutzt wird, also immer mehr Firmen gehen auf OpenStreetMap-Daten, dass man sagt, das wäre eine interessante Alternative auch für 3D-Daten, für 3D-Stadtmodelle. Und das wäre halt genau für solche kleinere Kommunen zum Beispiel, aber natürlich auch für andere Anwendungsbeispiele eine tolle Sache, wenn es sowas irgendwie mal gäbe in Zukunft. Und das ist halt so die generelle Motivation, die wir haben in diesem Bereich. Das Ganze ist natürlich nicht so ganz neu, also ist jetzt nicht total revolutionär. Es gibt schon ein paar Sachen natürlich, wo man sieht, wo Leute, wo Interessierte, wo dieses Crowdsourced 3D schon existiert. Also ganz bekannt ist das Google Warehouse, das kennen vielleicht einige von euch, wo man, es ist so eine eine Datenbank, wo jeder Modelle, 3D-Modelle von allen möglichen Objekten, sowohl georeferenzierte Objekte, so Stadion und irgendwelche Sehenswürdigkeiten, aber auch hin zu Parkbänken, Möbeln, Bäumen, also alles Mögliche ist da drin, von irgendwelchen Nutzern erstellt. Die Daten gehören natürlich Google, das heißt, so richtig frei ist es nicht. Und Google hat auch diesen Building Maker seit einiger Zeit, der eben speziell dafür gedacht ist, Gebäude aufzunehmen, Gebäude zu mappen. Darüber hinaus gibt es aber auch noch diverse andere Beispiele, die ich mal aufzählen möchte. Es gibt auch in anderen Sparten eine Community, wo Leute sowas machen. Also im Flugsimulatorbereich gibt es einige Projekte, wo speziell für irgendwelche Flugsimulatoren Leute 3D-Objekte erstellen. Generell 3D-Modeling-Community ist sowieso total groß. Also da gibt es ganz viele Seiten, kann man einfach mal drauf gehen, wo echt tolle 3D-Sachen erstellt werden teilweise. Und auch, was auch eine interessante Sache ist, ist in der 3D-Druckbereich, also wo Leute für 3D-Drucker Sachen erstellen. Das heißt, es gibt eigentlich viele, die das irgendwie können, die das machen, die aber vielleicht von OSM überhaupt gar nichts wissen. Und das ist eigentlich ein bisschen schade, dass man da nicht irgendwie eine Verbindung erstellen kann und die Leute auch fürs Mappen begeistern kann. Ja, das ist halt so unsere Vision, irgendwie OpenStreetMap in die dritte Dimension zu bringen. Und um das eben zu ermöglichen, bedarf es eben diversen Strukturen und Möglichkeiten, damit die Leute es auch machen können und auch wirklich aktiv 3D irgendwie beitragen können, möglichst einfach. Und dass sie sich da, wenn sie Lust haben, sich damit zu beschäftigen, das machen können, um wirklich kollaborativ 3D-Stadtmodelle zu erstellen. Das ist natürlich nicht ganz so einfach. Es gibt ein paar Herausforderungen in diesem Bereich, das ist nicht von heute auf morgen gemacht, die ich jetzt hier mal auflisten will, so die Hauptpunkte, die da eine Rolle spielen. Das ist zum ersten natürlich das OSM-Datenmodell mit den Nodes, Rails und Relations plus die Tags, die wir haben. Ist die Frage, wie weit ist das überhaupt geeignet, wie weit kann man da überhaupt 3D modellieren, weil natürlich 3D ungleich komplexer ist als 2D. Oder brauchen wir irgendwie was anderes, dann muss es abgeändert werden. Dann geht die Prozesskette quasi los bei der Erfassung der Daten. Das ist eigentlich eine Chance als eine Herausforderung, weil heutzutage hat fast jeder irgendein Smartphone oder ein Tablet dabei mit diversen Sensoren, GPS natürlich, aber auch Beschleunigungssensoren, Barometer und Kreiselsensoren, was weiß ich, Kamera natürlich, oder 3D-Kamera sogar. Das heißt, da kann man eigentlich schon viel mitmachen und die Leute können eigentlich recht einfach Informationen erfassen. Wenn man die aber mal hat, dann müssen sie natürlich irgendwie bearbeitet werden. Und 3D-Informationen zu modellieren, zu bearbeiten, ist halt momentan auch noch sehr, sehr schwierig. Wenn man sich mal den JOSM-Editor anguckt, links ist mal ein Beispiel von einem Gebäude, was wir nachher noch in 3D sehen werden. Das sind die Petronas Towers in Kuala Lumpur. Da erfordert es schon ziemlich viel Geschick, irgendwie verschiedene Gebäude zu mappen in 2D. Also und eben, dass mit 3D-Editoren entwickelt werden müssen, wie dieses Canchi-Plugin, was uns sehr am Anfang steht, dass man es den Leuten nicht einfach ermöglicht,
bei den Informationen zu dem zu bearbeiten. Genau, das war eigentlich schon eine generelle Einleitung. Ich kann mal kurz noch sprechen von mir. Letztes Wochenende hatten wir in der Nähe von München unseren zweiten großen 3D-Workshop. Ich habe 20 Leute aus 6 Ländern, ganz gemischtes Feld, und zwar Studenten dabei, auch Doktoranden von der Uni, ein paar Softwareentwickler, einfach Leute, die das Hobbymäßig interessiert, 3D-Thema, und haben uns eben ausgetauscht über diese Themen, die da eine Rolle spielen. Das heißt, was ist der aktuelle Stand, was wollen wir in Zukunft erreichen, wie können wir das erreichen, vor allem halt zum Beispiel Tagging und die anderen Punkte, die gerade schon angesprochen wurden. Was auch ein wichtiger Punkt war, ist die Kommunikation untereinander und wie kann man zusammenarbeiten in der gewünschten Feld, um das Ganze voranzutreiben in Zukunft. Gut. Ja, das war eigentlich die generelle Einleitung. Dann übergebe ich jetzt an Tobias. Er macht die erste Projektvorstellung. Also, danke an Matthias für die Einleitung. Ich mache jetzt den Anfang mit den Vorstellungen der einzelnen Projekte. Ich will also anfangen, euch zu erzählen, was es jetzt eigentlich schon gibt in Deutschland. Nee, ist aus dem Haus. Geht das jetzt? Okay. So, jetzt wo mich alle hören können, fange ich auch gleich an. Das Projekt, das ich vorstellen möchte, ist eines, an dem ich schon seit ungefähr 2 Jahren arbeite, was aber erst jetzt so wirklich etwas Aufmerksamkeit gefunden hat. Nennt sich OSM to World. Das heißt so, weil die Zielsetzung dieses Projekts ist es eigentlich, aus OSM-Daten, wie man sie kennt, eine dreidimensionale Welt automatisch errechnen zu können. Das heißt, man könnte sagen, OSM to World ist eine Converter-Software. Es unterstützt verschiedene Dateiformate, sowohl gängige Dateiformate im Input, wie man sie aus der OSM-Welt kennt, als auch Dateiformate im Output. Und da ein Bild mehr sagt als 1000 Worte, zeige ich hier mal einfach ein paar kurze Beispiele. Das ist eine der Anwendungsmöglichkeiten von einem 3D-Converter. Man erzeugt die nötigen Daten, um ein Rendering durch zum Beispiel einen Raytracer oder eine andere Rendering-Engine herstellen zu können. In diesem Fall wurde das Rendering, das man hier sehen kann, mit dem frei verfügbaren Raytracer PoffRay erstellt. Man kann 3D-Modelle aber natürlich auch verwenden, um sie als Grundlage für die Weiterverwendung für eigene Projekte einzusetzen. Das kann ein anderes Programm sein, das diese 3D-Modelle lädt und darstellt. Es kann auch eine manuelle Weiterbearbeitung sein, zum Beispiel mit einem Modeller wie Blender. Das hier ist zum Beispiel ein relativ simples 3D-Modell auf OSM-Basis geladen in der Open-Source-Modeling-Software Blender. Ich habe mich entschieden, bei dieser Projektvorstellung ein bisschen darauf einzugehen, wie es funktioniert, aus den eigentlich zweidimensionalen OpenStreetMap-Daten trotzdem schon dreidimensionale Geometrie zu bekommen. Der erste Schritt ist, denke ich, was jeder kennt, wenn man schon mal mit OpenStreetMap-Daten beim Programmieren gearbeitet hat. Man muss die Dateien parsen oder auf ein Datenbank-Backend zugreifen. In meinem Fall erledige ich das momentan mit Osmosis, was ein relativ bekanntes Tool für diesen Zweck ist. In diesem Bereich ist es auch kein Problem für mich, weitere Dateiformate hinzuzufügen. Das heißt, das ist eigentlich noch relativ unspannend und unterscheidet sich nicht von der Verarbeitung von OSM-Daten für 2D-Zwecke oder vielleicht auch Routing. Ebenfalls noch im 2D-Bereich ist dieser Schritt. Ich abstrahiere ein bisschen von den eigentlichen OSM-Daten, bilde gängige Geometrieprimitive und bestimme auch einige Sachen, die man brauchen kann, um attraktive Modelle dann später daraus berechnen zu können. Also bekannte Geometrieoperationen wie Identifizierung von Überlappungen oder Schnitten zwischen den Objekten und dergleichen mehr. Sämtliche Berechnungen in diesem Bereich sind auch noch in 2D und hier geht es einfach darum, die Datenstrukturen ein bisschen so aufzubereiten, dass die Performance später gewährleistet ist. Danach geht es dann in die 3D-Welt.
Da man ja momentan in OpenStreetMap noch kein echtes 3D-Mapping hat, sondern eigentlich nur 2D-Objekte entsprechend attributiert, muss man zunächst mal davon ausgehen, dass man sowohl die Objektart als auch die Eigenschaften dieser Objekte aus den Tags herauslesen kann. Und es gibt im 3D-Bereich eigentlich dafür noch nicht wirklich so Dinge, wie man sie aus 2D-Rendering kennt, also Style-Sheets oder ähnliches, mit denen man das Rendering frei konfigurieren kann, sondern das ist momentan zumindest bei meiner Umsetzung einfach noch so, dass man Programmiercode für jede Art von Objekten braucht, um die 3D-Geometrie konstruieren zu können. Ich rede hier immer so von Objekten. Ich glaube, das kann man auch etwas konkreter machen, wenn man es mal an einem Bild zeigt. Für mich wäre beispielsweise ein Gebäude, ein Baum, eine Straße, also ein Stück einer Straße, alles ein Objekt. Und wie diese Darstellung in 3D dann aussieht, ergibt sich ausschließlich aus dem Tagging der zweidimensionalen Geometrie. Also diese Häuser beispielsweise wären einfach als Gebäudeumrisse eingetragen, hätten ein Attribut für die Form des Dachs, hätten in einigen Fällen noch Knoten für die Position der Eingänge, wie man sie auch schon kennt, zum Beispiel auch für Routing und für Adressen, wenn man mehrere an einem Gebäude hat oder sowas. Und daraus kann man eben schon solche vergleichsweise einfachen, aber dreidimensionalen Repräsentationen errechnen. Natürlich gibt es noch mehr als nur Gebäude, Straßen und so einfache Objekte. Also da ist auch der Kreativität im 3D-Bereich ebenso wenig eine Grenze gesetzt, wie man es bei klassischen Karten hätte. Natürlich ist das noch nicht ganz das, was man eigentlich will. Also an der Qualität kann man ebenso schrauben, wie auch weitere Objektarten hinzuzufügen. Es wäre attraktiv, wenn man, wie ich vorhin erwähnt habe, Konfigurationsdateien oder Kartenstile, ähnlich wie man sie aus dem 2D-Bereich kennt, auch für 3D haben könnte, weil ja je nach Einsatzzweck man vielleicht detailliertere oder eher abstraktere 3D-Modelle haben will. Und für Dinge, wie ich vorher gezeigt habe, also seien es jetzt irgendwelche Briefkästen oder Telefonzellen, da will man eigentlich auch die Möglichkeit haben, Modelle aus der Modeling-Community einzubinden und nicht alles irgendwo in schwer wartbarem Programmcode abzulegen. Was danach kommt und zumindest bei meinem Tool noch nicht so gut entwickelt ist, ist die Höhenberechnung. Also zu 3D gehört natürlich auch, dass man die einzelnen Objekte, also Gebäude und so, extrudiert, in 3D überführt. Aber eigentlich gehört zu einer dreidimensionalen Darstellung einer Gegend ja auch, dass man das Geländemodell mit einbezieht. Das ist auch was, wo man wahrscheinlich in OSM noch viel Entwicklungsarbeit treiben muss. Es gibt zwar schon viele Tags, die in irgendeiner Weise einen Bezug zu einer Höhe haben, denn auch eine Brücke ist letztlich schon eine Information, dass hier ein Objekt über einem anderen liegt, aber das ist noch nicht so weit entwickelt, dass man ohne Interpolation aus beispielsweise SATM-Daten oder so etwas schon Geländemodelle haben könnte und auch die sind für mich noch unbefriedigend. Das ist etwas, woran ich selber wahrscheinlich in nächster Zeit besonders arbeiten werde, dass man sowohl das Gelände als auch die Attribute aus den OSM-Daten mit einbeziehen kann für eine 3D-Berechnung. Ja, und am Schluss kann man aber mit so einem Tool auch heute schon verschiedene Output-Formate unterstützen, also OBJ beispielsweise für gängige Modeller, POV für Pfoffrey oder man kann auch Modelle zum Beispiel via OpenGL als PNG ausgeben und damit dann prinzipiell zum Beispiel auch Kacheln, wie man sie für OpenLayers bräuchte, erzeugen. Deshalb habe ich auch gleich noch ein Anwendungsbeispiel, was schon funktioniert und was ich gestern schon mal kurz in einem Lightning Talk angesprochen habe, hier auf diese Folie gepackt. Das wäre eine relativ primitive Art, ein 3D-Modell zu präsentieren. Man rendert es einfach aus einer festen Kameraperspektive und stellt es dann auf einer 2D-Slippy-Map dar. Das nutzt nicht alle Potenziale aus, die man eigentlich mit 3D hat und die man auch mit OSM2World zum Beispiel schon umsetzen könnte, aber es hat halt den Vorteil, dass es eigentlich in jedem Browser ohne irgendeinen Aufwand schon mal anzusehen ist. Ja, speziell zu OSM2World möchte ich eigentlich nur noch sagen, es ist
zwar noch in der Entwicklungsphase, aber man kann es benutzen, man kann es weiterentwickeln. Es ist ein Open-Source-Programm, das unter der LGPL verfügbar ist. Ich freue mich über jeden, der bei der Entwicklung mitmachen will oder der auch einfach nur das Programm selbst einsetzen möchte. Ja, und das war mein Teil des Vortrags. Jetzt gebe ich an Matthias II das Wort. Dass du Matthias zurückgibst, wundert mich nicht. Danke, Tobias. Genau. Ja, vielen Dank für die... Ach nee, das Sprinko brauche ich überhaupt nicht. Okay. Ja. Okay. Achso, den brauche ich, genau. Dankeschön. Genau, vielen Dank für die interessante Vorstellung von dem OSM2World. Jetzt mache ich weiter mit meiner Projektvorstellung. Ich habe es vorhin gar nicht erwähnt, habe ich irgendwie vergessen. Ich bin auch Mitarbeiter an der Uni Heidelberg, ich bin ein Kollege von Pascal. Und wir haben auch eine Software, die irgendwie aus den OSM-Daten, ja und Markus natürlich, aber Markus war jetzt noch nicht vorne, ich dachte, egal, okay, also die beiden, ne? Ist klar. So, wir haben auch eine Software, die aus OSM-Daten irgendwie 3D-Welten macht. Das ist OSM 3D, das kennen vielleicht auch einige von euch, schon mal irgendwie im Internet, vielleicht auf der Homepage gewesen, vielleicht auch nicht, dann müsst ihr es nachholen. Erstmal ein paar Bilder, lasse ich mal gerade durchlaufen, einfach als kleinen Eindruck, das ist jetzt noch nichts Neues, aber das ist was wir so machen. Das ist auch ein Bild von Dessau. Wie man sieht, eine Menge Gebäude auch schon drin. Und wie gesagt, das kann sich jeder angucken und mal ausprobieren auf osm-3d.org. Ich möchte noch mal ganz kurz, so als kleine Wiederholung, bevor ich so auf Neuigkeiten zu sprechen komme, erwähnen, wie das Ganze bei uns funktioniert, also wie der Ablauf sozusagen ist in diesem Tool. Möchte ich gar nicht im Detail drauf eingehen, aber man sieht oben links gehen irgendwie die OSM-Daten rein, werden mit Osmosis prozessiert, genauso wie beim OSM2World auch. Das wird irgendwie so grob einmal die Woche gemacht. Dann haben wir eine 2D-Datenbank und aus diesen 2D-Daten werden dann eben irgendwie die 3D-Geometrien erzeugt. Das heißt, das sind vor allem Gebäude, aber eben auch Prototypen wie Straßenbänke, stimmt gar nicht, Straßenbänke nicht, aber Straßenlampen und Bäume und so weiter, Points of Interest und die Labels für die Straßen und für die Städte und so weiter. Das geht dann in eine 3D-Datenbank eben rein. Dazu kommt noch das Gelände. Kam gerade auch noch kurz zur Sprache, ist natürlich in OSM so jetzt nicht drin. Da nutzen wir auch das SRTM, die SRTM-Missionsdaten. Und zusammen mit diesem Gelände, das deuten auch diese Bildchen an, bastelt man sich dann eben diese 3D-Welt zusammen. Und das ist dann bei uns zusammen mit der 3D-Datenbank. Was dann das Besondere ist, sind eigentlich die letzten beiden Schritte. Wir haben dann eben ein W3DS, das heißt, es ist ein Web-3D-Service, der auf diese Daten zugreift. Das ist beim OGC immer noch, glaube ich, ein Discussion Paper. Und das ist halt ein Webservice, der für 3D-Inhalte gedacht ist. Das heißt, der liefert 3D-Szenen in verschiedenen Formaten raus. Wörmel, KML, was haben wir noch? X3D, Collada jetzt seit neuestem auch. Und da arbeiten wir noch an mehr, das kommt gleich nochmal. Und dann gibt's halt, hat man den Client und der muss das Ganze noch zusammenbauen. Man kann aber auch einfach im Browser hingehen und irgendeinen Request abschicken, wie beim Webservice üblich, und kriegt eine 3D-Szene zurück von dem gewünschten Ort, dem Viewpoint und den Layern, die man haben will, was weiß ich. Den Client, den wir benutzen, wo jetzt auch diese Bilder draus stammen, ist der X-Navigator. Da möchte ich nochmal ganz kurz drauf eingehen, müssen Sie gar nicht im Detail alles durchlesen, was auf der Folie steht, aber einfach nur mal ganz kurz. Der kann halt nicht mit diesem Web3D-Service zusammenbasteln, der hat auch noch andere Funktionen. Also wir machen halt bei uns immer viel mit OGC-Standards und Web-Map-Service, Web-Feature-Service, Web-Processing-Service und die Open-Location-Services und so weiter. Da gibt es einige Dinge, die halt da auch integriert werden können, womit der halt auch dann umgehen kann. Und als Beispiel kann man mal kurz zeigen, wie diese Open-Location-Services unterstützt werden. Basierend auf OSM-Daten natürlich, also hier sieht man mal in Dessau, habe ich mal rausgenommen, ausgehend von der Mitte, da ist der Startpunkt, kann man eine Umkreissuche nach Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs durchführen und dann schmeißt er einem die raus, entsprechend was halt in OSM vorhanden ist an solchen Daten. Oder anderes Beispiel, das Routing, das ist mal eine Route zum Friedensplatz und zwar für Fußgänger, wie man sehen kann, also auch durch die Bahnhofsunterführung durch, die natürlich in OSM drin ist. Und das Ganze wird dann in 3D angezeigt, kann auch so abgeflogen werden und so weiter. Das sind so Sachen, die auch in diesem X-Navigator integriert sind. Aber wie gesagt, man könnte auch jeden x-beliebigen anderen Client sich irgendwie basteln, der diese Web-3D-Service-Szenen sich abholt. Und das geht auch nicht nur mit den OSM-3D-Daten, da gibt es auch andere 3D-Daten, die man da reinfüttern könnte. Gut, das aber jetzt eigentlich
interessanter ist, was ist da jetzt passiert bei uns in letzter Zeit. Das gibt es jetzt auch schon eine ganze Weile, das OSM 3D, und was ist da jetzt gerade neu? Ja, seit einigen Wochen prozessieren wir die Daten, die OSM-Daten, in das Gelände weltweit. Hier sind noch so ein paar Ausschnitte, das ist jetzt natürlich nur Gelände im Himalaya, da ist jetzt nicht so viel an OSM-Daten vorhanden, also wer da Lust hat, kann nochmal hinfahren und ein bisschen was machen. Genau, hier sieht man ein ganz tolles Beispiel, den Burj Khalifa in Dubai, das höchste Gebäude der Welt, die verbotene Stadt in Peking und wie gerade schon in JOSM gezeigt, eben diese Petronas Towers in Kuala Lumpur. Da sieht man eben, das sind schon tolle Beispiele, wie aus 2D-Daten mit Höhen versehen einfach 3D-Gebäude gemacht werden können. Klar, der Detailgrad, der ist noch ausbaufähig, aber das ist ja momentan eben auch noch schwierig umzusetzen in OSM. Was noch? Seit einigen Wochen unterstützen wir in dem X-Navigator auch die Bing-Luftbilder, die man sich anzeigen lassen kann. Darüber hinaus haben wir ein bisschen experimentiert mit komplexeren Dachformen. Also bislang ist es so, dass halt die meisten Gebäude entweder ein Flachdach haben oder simple Geometrien, Satteldächer und so weiter. Und das ist natürlich auch auf Dauer, wenn da auch in OSM das Tagging ein bisschen fortgeschritten ist, nicht ausreichend. Da haben wir ein bisschen was zu gemacht. Haben es noch nicht implementiert, weil das weltweit noch nicht wirklich performant war. Also da müssen wir noch dran arbeiten. Das war noch nicht effizient genug. Eine andere Geschichte, die wir gemacht haben, sieht man rechts unten. Da wurden bei uns in Heidelberg die Dachfarben von Gebäuden automatisch aus Luftbildern extrahiert und dann auch, so viel ich weiß, auch in OSM reingeschrieben, oder? Nein, nicht in OSM reingeschrieben. Also mehr testweise auch wurde das eben damit gemacht. Das kann man im X-Navi dann ganz, ganz schön sehen. Was noch? Ja, Prototypen. Immer ein schönes Thema. Wir haben so ein paar Objekte irgendwie drin, die wir dann, wo in OSM irgendwelche Punkte gemappt sind, zum Beispiel Straßenlampen, Leuchttürme oder auch Windräder, dann halt irgendwelche 3D-Prototypen draufstellen können, was dann den Eindruck insgesamt halt schon irgendwie verbessert und so ganz nett ist. Und wie vorhin schon mal angedeutet, geht es auch darum, für den Web3D-Service neue Formate zu unterstützen. Also Collada ist jetzt möglich seit einiger Zeit und wo wir jetzt ganz aktuell dran sind, ist eben auch für HTML5 und so weiter einen WebGL-Exporter zu machen oder eventuell XML3D. Das sind beides Formate, die man halt im Internet ohne jegliche Plugins sich anzeigen lassen kann. Da würde dann der Vorteil zum Tragen kommen, wie auch beim OSM2World mit dem Open Layers. Das heißt, jeder könnte es irgendwie sich angucken. Man bräuchte nicht irgendwie erst Java Applet oder wie es jetzt momentan ist und irgendwas installieren. Und der Vorteil wäre auch, dass es dann eben in Richtung mobile Geräte auch kompatibel ist und man irgendwann auch auf dem Smartphone das vielleicht sich anzeigen lassen kann. Ein anderer Punkt, der jetzt aktuell gerade mein Hauptarbeitsfeld ist, wo ich mich sehr mit beschäftige, ist das Thema Open Building Models. Was ist das? Das ist genau so eine externe Datenbank, wie vorhin schon mal angesprochen, für detaillierte 3D-Gebäudemodelle, also ähnlich eben wie Google Warehouse oder so, nur eben wirklich frei, die man damit OSM verknüpfen könnte, um eben diverse Sachen damit zu machen. Denn, warum das Ganze? Naja, wie man sich denken kann, ich gebe noch mal ein paar Beispiele. Es gibt einfach diverse Gebäude so auf der Welt, die wohl ziemlich schwer zu taggen werden. Wenn es jemand kann oder schon mit den aktuellen Tags umsetzen kann, dann her damit. Aber ja, also einfach, was ich sagen will, klar, es gibt einfach, irgendwo hört es auf. Das ist nicht mehr möglich, auf einer 2D-Basis mit irgendwelchen Tags zu beschreiben. Und für so einen Zweck bräuchte man eben wirklich so eine Datenbank, wo Leute diese Modelle separat erstellen, eben mit Blender, mit irgendwelcher 3D-Software. Wie wir vorhin in der Einleitung gesehen haben, gibt es ja genug, die das können. Die sind nur eben noch nicht, in der Regel meist nicht so mit OSM in Verbindung gekommen. Aber für so einen Zweck wäre das halt eine ganz tolle Sache. Genau, also warum glaube ich, dass es halt erfolgreich sein kann? Weil es eben die Communities gibt und weil es Leute gibt, die das machen können. Das wäre dann eben schon ein großer Fortschritt für solche Stadtmodelle. Es würde natürlich den Level of Detail schon recht stark erhöhen und es hätte vor allem Vorteile, weil natürlich gerade irgendwie so Landmarks, also irgendwelche Kirchen oder Stadien oder markante Gebäude da gemappt werden könnten oder erstellt werden könnten und mit OSM verbunden, sodass sie dann nachher in so einem Viewer, wie jetzt in dem X-Navigator, angezeigt werden können. Unten sieht man mal ein Beispiel, das ist noch auf einer Testbasis gerade. Wir haben das in Heidelberg, haben wir ein Gebäude schon mal eingefügt, aber das ist noch nicht jetzt momentan noch nicht öffentlich verfügbar. Da arbeite ich noch dran, aber so soll es halt mal aussehen, dass man das dann so machen kann. Das wird natürlich schon eine extreme Verbesserung sein für Fußgängernavigation zum Beispiel, aber auch für eben andere Anwendungen von 3D-Stadtmodellen.
Genau, schon kurz angerissen. Also der Stand ist gerade, es gibt so einen Prototyp, es gibt eine Webplattform. Rechts ist mal so ein Screenshot, wo sich die Leute auf einer Open-Layers-Karte mit den Gebäudegrundrissen überlagert, dann die Gebäude aussuchen können. Und wenn sie jetzt halt das modelliert haben, in unsere interne Datenbank das Modell hochladen können, sodass es anschließend dann angezeigt wird im 3D-Viewer. Das ist aber, wie gesagt, momentan alles noch lokal intern, noch nicht veröffentlicht, aber wird hoffentlich in den nächsten Wochen oder Monaten irgendwann verfügbar sein. Sobald es da Neuigkeiten gibt, werde ich mir auch mal bemühen, das ins Wiki aufzuschreiben und vorbildlich zu sein und dass wir alle darauf zugreifen können und mal das ausprobieren können. Wenn ich jetzt sage, okay, man lädt die Gebäude hoch und die werden dann angezeigt in der Welt, so einfach ist es natürlich nicht. Da gibt es natürlich eine große Herausforderung, an der ich gerade aktuell sitze, das ist die Georeferenzierung. Denn solche Modelle sind ja in der Regel irgendwie in irgendwelchen lokalen Systemen gespeichert, modelliert worden und die müssen jetzt irgendwie transformiert werden, dass sie auch wirklich in der Welt ihren richtigen Platz finden, da wo sie eben hingehören. Zumindest wenn man eben von Gebäudemodellen redet, von Gebäuden, die es nur einmal gibt auf der Welt. Also wenn es irgendwie um sowas wie Straßenlampen und so geht, klar, die kommen überall einfach hin, wo sie gemappt sind. Aber sowas muss eben genau platziert werden. Und da gibt es ja schon OSM-Grundrisse und da muss man gucken, wie das passt das zusammen. Es wurde eventuell von einem anderen modelliert, der das irgendwie in OSM digitalisiert hat. Und wie kann man das zusammenbringen? Wie kann man das platzieren? Das ist nicht ganz so trivial, wie man erst denkt. Darüber hinaus gibt es noch ein paar andere Dinge, die angegangen werden müssen. 3D ist immer schwierig mit Formaten, da gibt es alles Mögliche, da gab es irgendwie selten einen richtigen Standard und dass man da möglichst viel unterstützt, um auch viele Leute zu kriegen, die mit unterschiedlicher Software das Ganze modellieren, wäre sehr wichtig. Wie sieht es aus mit der Bearbeitung von 3D-Modellen? Das ist mal was anderes, als wenn jetzt irgendwie mehrere Leute gleichzeitig in OSM an irgendeiner Stadt, an irgendwelchen Straßen rummappen oder das verändern, weil bei 3D ist natürlich schon mal wieder was anderes. Wie kann man da irgendwie Sachen editieren? Das ist eine wichtige Fragestellung. Und wie sieht es aus mit verschiedenen Levels of Details? Also manche werden da vielleicht recht grobe Modelle modellieren, hochladen, manche total detailliert mit Indoor und was weiß ich alles. Das ist eine Frage und generell natürlich wie immer die Qualität. Was würde da überhaupt hochgeladen werden? Wie weit ist das überhaupt so, dass es uns weiterbringt mit 3D-Stadtmodellen? Und sobald man ein bisschen was drin ist in der Datenbank, sobald man ein paar Gebäude hat, geht es natürlich im Viewer auch irgendwann um die Performance, also wie ist sowas noch effektiv zu visualisieren. Genau, das heißt, was sind so unsere zukünftigen Pläne? Generell kann man sagen, ja, den Level of Detail von OSM 3D irgendwie weiter erhöhen, eben zum Beispiel Open Building Models, wie ich gesagt habe, vorantreiben, aber auch irgendwie andere Tags noch unterstützen, noch mehr Tags unterstützen. Man kann auch über weitere externe Repositories nachdenken, nicht nur für Gebäudemodelle, sondern zum Beispiel für 3D-Prototypen, Straßenmöbel oder so. Da wird dann gleich der andere Matthias noch ein bisschen was zu sagen. Das ist das O3DM oder Open3D-Map. Das heißt, da sind wir auch in enger Zusammenarbeit und versuchen das irgendwie gemeinsam dann voranzutreiben. Anderes Thema sind mobile Geräte, vorhin auch schon mal angeklungen bei WebGL. Da arbeitet meine Kollegin Ming Li dran, die bei uns auch in der 3D-Gruppe sozusagen sitzt in Heidelberg. Und dann gibt es noch diverse weitere Aspekte, die man im Bereich kollaborative 3D-Stadtmodelle noch untersuchen kann. Da geht es natürlich einmal, vor allem ist ein großer Bereich, ist Indoor. Da ist dann, wie gesagt, mein Kollege Markus Götz, der gleich im Indoor-Block um 11, glaube ich, um 11 ist, auch noch mit zwei anderen Leuten, so wie wir jetzt auch in einem Block drüber reden, über das Indoor-Thema. Und ja, einfach generell ist mein Thema, wie kann man Fassadenmodellierung, Dachmodellierung und weitere Sachen, wie kann man das irgendwie Crowdsource ermöglichen, was braucht man da für Datenstrukturen, was für Erfassungsmethoden, wie kann man das modellieren und wie kann man sowas in OSM beispielsweise reinbringen. Genau, und immer dabei der Gedanke, dass wir gerne halt zusammenarbeiten mit der Community, mit den Leuten, also gerade letztes Wochenende in München hat man das gesehen, es ist toll, wenn man sich da austauschen kann mit Leuten, die aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen, aber auch ein Interesse daran haben, das voranzutreiben und das hilft uns allen viel weiter und wir glauben, dass man da irgendwie viel erreichen kann. Genau, ja, das war meine Projektvorstellung, dann gebe ich doch gleich weiter an den anderen Matthias. Dankeschön. Genau, was ich eigentlich machen möchte, ist Open3D-Map, wie ich es nenne, oder eben wie man hochauflösende 3D-Details in 2D-Mapping-Projekte bringen könnte. So ein bisschen hat das ja der andere Matthias schon angesprochen, was da eben Möglichkeiten wären.
Die Frage ist halt eben, möchte man das intern OpenStreetMap modellieren oder extern? Also da gibt es natürlich bei den parametrischen Ansätzen so ein paar Probleme, die sind irgendwo natürlich dann beschränkt. Unsere eigene Community ist vielleicht auch gar nicht so begeistert, wenn da irgendwie zig Outlines irgendwie in den Gebäuden drin liegen. Darüber hinaus haben wir ja auch gesagt, eben, es gibt eben auch einfach die 3D-Community und die hat natürlich einen ganz anderen Workflow. Also da müsste man auch probieren, dass man das irgendwie aufgreift, wenn man das anzapfen will. Und ja, das Problem ist dann auch gerade, worauf ich mich so ein bisschen darauf fokussieren möchte, ist, dass man jetzt nur Notobjekte hat, also zum Beispiel irgendwie eine Parkbank oder so, dass das natürlich sehr schwierig wäre, in OpenStreetMap drin mit ein paar Parametern zu beschreiben. Ja, und darüber hinaus natürlich solche Probleme wie, wo lasse ich Texturen und so weiter und so fort. Was gibt es denn natürlich? Wir haben es ja schon ein bisschen gehört, so, also dieses Google SketchUp und 3D-Warehouse, wo also jeder mitmachen kann und 3D-Objekte mit Google SketchUp erfassen kann und die Georeferenz sehen kann, aber eben auch ganz allgemeine 3D-Landmark-Stores, die dann eben für die GPS-Geräte, für die Navis angeboten werden. Ja, die Frage ist jetzt halt wirklich, kann man das selber machen? Also ich war mir letztes Mal auch nicht ganz sicher. Und ja, man kann. Den Briefkasten hier, den habe ich nach ein bisschen Übung, muss ich zugeben, in circa einer Viertelstunde dann irgendwie nachgebaut. Und das ist so ein Detaillierungsgrad, wo ich mir denke, naja, okay, hübsch ist nicht. Aber wir haben ja eben gerade so diese großen Stadtmodelle gesehen. Und wenn da irgendwie jetzt noch so ein paar Accessoires drin wären, das wäre ja auch ganz nett. Software gibt es natürlich dafür auch, also von dem SketchUp abgesehen, was wohl, glaube ich, auch gar nicht unter Linux läuft. Zum Beispiel Blender 3D und so eine Erweiterung dafür, wo man dann im Prinzip genau dasselbe machen kann. Plus eben verschiedene Stereografie-Software-Boxen und das ist eigentlich schon möglich. Gut, die Frage wäre jetzt, dann müsste man das irgendwie aufgreifen. Also was ich mir überlegt habe, man könnte ja mal so ein 3D-Portal bauen, so ähnlich wie Open Cliparts, also irgendwie, ich kann da irgendwie Modelle hochladen, so ein bisschen hat das Matthias ja schon gezeigt. Ich kann da irgendwie die Geo referenzieren, aber ich möchte es eigentlich anders machen. Und zwar, dass die Leute das gegenüber Text sozusagen verbinden können. Und um sozusagen den Workflow noch zu unterstützen, habe ich mir gedacht, es wäre eigentlich auch gut, dass die Leute meinetwegen vor Ort irgendwie Fotos von ihrem Schloss machen. Die haben vielleicht nicht die Möglichkeit, so mit 3D-Modellen irgendwas zu machen. Aber jemand anderes kann sich dann die Fotos aus dem Portal ziehen und das für die Leute zusammenbauen. Ja, und das hätte natürlich dann den Vorteil, dass die anderen Verrückten eben auch sehr viel mit den 3D-Modellen machen können. Also es muss jetzt nicht unbedingt nur auf OpenStreetMap beschränkt sein, sondern eben wir hatten ja die ganzen Anwendungsmöglichkeiten, die Fabber und so weiter. Und das wäre dann eben sozusagen nur so eine Zwischenplattform. Und ja, könnte man ja einfach mal schauen, was da rauskommt. Meine Überlegung war so ein bisschen, wie könnte man das technisch lösen? Also ich selber habe mich da so ein bisschen mit dem Django Web Framework jetzt beschäftigt, das werde ich dafür nehmen. Mit dem Collada 3D Format. Und ja, zum Anfang wird es ja irgendwie eine ganz sporadische API geben. Also irgendwie gib mir mal 3D-Modelle für alle Amenity, Bench, genau. Und spielt ja vielleicht irgendwie vorberechnete Dumps, dass sozusagen diese ganzen Platzierungen, also wo jetzt Vorkommnisse dieser 3D-Objekte sind und wie die gedreht werden müssen und so, dass die vorberechnet sind. Wie ich schon sagte, ich würde es gerne so ein bisschen allgemeiner erfassen als das, was Google hat, also dass man das eben gegenüber Tags verwenden kann. In der ersten Stufe wäre es natürlich sinnvoll, dass man erstmal irgendwie was hat, dass man sagen kann, okay, das ist jetzt ein 3D-Modell für eine bestimmte OSM-ID, also Gebäude wäre wahrscheinlich ein einfachstes Beispiel, aber dann eben später, dass man sagen kann, okay, so ein Poller oder eine Telefonzelle von der Telekom sieht so und so aus. Gut, da handelt man sich natürlich die ähnlichen Probleme ein wie der andere Matthias, nämlich wie rotiert man das alles, das muss alles ein bisschen intelligent gemacht werden und da habe ich so ein paar Ideen, wie man das vielleicht machen könnte, denke ich, aber das muss man einfach mal ausprobieren, ob das auch so klappt. Ja, weitere Probleme wäre dann eben, dass man sozusagen in diese 3D-Software, wie zum Beispiel OSM2World, dann eben diesen Collada-Support noch einbauen müsste, damit diese Modelle da auch in die Hauptdaten oder in das Stadtmodell reinkommen. Diese externen Verlinkungen sind natürlich super zerbrechlich, also Stichwort gerade jetzt die Lizenzumstellung, das könnte noch spannend werden. Problem sind natürlich auch ganz klar Linien- und Flächenobjekte, also eine Mauer irgendwie, wie kriegt man das zugeordnet? Ja, der globale Dump-Prozess, also auf der Welt rechnen, ist natürlich immer so ein Problem. Haben wir jetzt aber natürlich ein paar Tipps gehört in den Vorträgen. Tja,
Und das Problem natürlich schlechthin ist dann auch wieder diese verschiedene Detaillevel. Also das Runterrechnen von 3D-Modellen ist eine sehr komplizierte Sache. Und da muss ich einfach mal schauen, wie das klappt. Gut, im Prinzip so ist so ganz grob mein Plan. Also ich werde jetzt erstmal anfangen, zusammen mit dem Tobias da diesen Collada-Support für OSM 2 World einzubauen. Dann wird es mal irgendwie so einen kleinen Prototypen geben für so ein Portal. Ja, und dann einfach mal schauen, wohin die Reise geht. Okay. Das freut sich dann. Genau, ja, da sind wir eigentlich ziemlich am Ende. Es passt ja zeitlich ganz gut gerade. Genau, wir wollen euch auch nicht unterschlagen. Es gibt auch noch diverse andere Leute, die daran arbeiten, die jetzt heute nicht hier sind. Wir hatten jetzt das Glück, hier zu sein und das vorstellen zu dürfen. Aber es gibt noch verschiedene andere Dinge, die zu nennen sind. OSM 4D ist so eine Sache, wo Leute von der TU Lodz dran arbeiten. Da gibt es diverse Doktoranden, die das da irgendwie machen. XML 3D OSM, das sieht man rechts mal auf dem Bild. Das ist eben, was vorhin schon anklang, diese WebGL-Geschichte. Da gibt es jemanden in Saarbrücken, der daran arbeitet. Auch ganz, ganz nett. OSM 2 POV hat auch zu tun mit der Konvertierung in den POV-Raytracer, ähnlich wie vorhin auch schon mal angeklungen. GL OSM, Glossum, ich weiß nicht, wie es genau ausgesprochen wird, und so weiter und so fort. Am besten, wenn Interesse da ist, dann geht einfach auf die Wiki-Seite, da gibt es eine ganz gute Übersicht, da sind wir eigentlich sehr aktiv und versuchen da immer aktuell reinzuschreiben, was da gerade so geht und läuft, was es da noch gibt an anderen Projekten. Genau, also nochmal ganz kurz zusammenfassend, es war jetzt einiges, was wir euch erzählt haben. Die Frage oder die Aussage, man weiß es nicht, 3D in OSM, ist das the next big thing? Sollten wir das nächstes angehen oder nicht? Vielleicht können wir das gleich ein bisschen diskutieren. Wir stehen noch ganz am Anfang, es ist noch viel zu tun. Es gibt viele Herausforderungen, die wir gerne irgendwie zusammen anpacken würden und da froh sind, wenn da Interessierte sind. Vielleicht zum Beispiel auch aus der 3D-Community, die sagen, ja doch, das fände ich echt irgendwie toll, da mache ich mit. Es findet ein reger Austausch statt unter den Beteiligten, wie hier zum Beispiel eben der Workshop letztes Wochenende. Was ich vergessen habe zu erwähnen vorhin, das kann ich nochmal nachholen, der war beispielsweise auch gesponsert von der Foskis. Also es ist schon so, dass da auch Interesse da ist, dass Leute sich zusammensetzen und darüber diskutieren. Und ja, wie wir gesehen haben, gibt es halt mehrere Ansätze, die schon existieren in verschiedenen Stufen. Bislang ist es aber halt einfach so, wie vorhin auch schon von Tobias gesagt, das sind halt eigentlich alles Software, die irgendwie versuchen, aus den 2D-Daten mit Text irgendwas 3D-mäßiges zu zaubern, aber es ist noch nicht so wirklich, das direkte 3D-Mapping ist eben noch gar nicht möglich für Leute, die das gerne machen würden. Und genau, das ist so der Stand der Dinge. Und an sich würde ich sagen, war es das dann. Dann bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit und bitte Fragen, Anmerkungen gerne stellen. Danke. Dann auch nochmal vielen Dank von mir an euch drei. Haben wir Fragen? Nur eine kleine Frage zu den 3D-OSM, zu der Webseite, die du vorgestellt hast. Ist es, also das Einspielen von diesen oder das Extruhieren von diesen 3D-Modellen dauert ja relativ lange. Gibt es da irgendwie eine Hausnummer, was man sagen kann, wie lange das dauert? Oder einen Hinweis auf der Webseite? Weil es ist dann immer frustrierend, wenn man was gemacht hat und will es dann anschauen. Ein Hinweis auf der Webseite gibt es, glaube ich, nicht. es ist so, also wir machen das halt nicht ungefähr wöchentlich. Das ist halt ein Pre-Processing, also es muss alles erstmal prozessiert werden. Es wird nicht on the fly gemacht, außer ein paar Geländesachen, die direkt erstellt werden dann, wenn man sie braucht. Das dauert momentan lang, so 3 bis 4 Tage ungefähr, die Prozessierung. Also für die weltweiten Daten, wie gesagt, über 50 Millionen Gebäude und der Rest sowieso, das ist schon ein bisschen was da zusammenkommt. Ja, wir machen das eben wöchentlich auf unseren Servern in Heidelberg, aber es ist schon eine gute Frage, dass es nicht mal eben so gemacht ist, dauert schon eine Weile. Und wenn man jetzt eben über mehr Detail spricht, 3D-Modelle, mehr Text und so weiter, wird natürlich nicht besser. Muss man gucken, wie weit das geht und inwieweit man da irgendwo noch optimieren kann. Klar. Danke. Ich habe vor dem Text da benutzt. Bitte? Ich könnte einen Editor anbieten für Gebäude. Wir haben jetzt gerade auch im studentischen Projekt einen Editor für Schulen erstellt. Jürgen Richter da hinten hat da auch mit dran gearbeitet. Und weil wir uns schon längere Zeit, eigentlich schon 10 Jahre, mit der Erfassung für parametrisierte 3D-Gebäude befassen und können wir gerne mit zur Verfügung stellen. Okay, ja. Klingt super. Können wir mal drüber reden, gerne.
werden die Dachformen ausgewertet für diese 3D-Webseite. Ich hatte da mal ein paar was nacherfasst, dann war es im ersten Rutsch falsch drin und dann war es irgendwann mal wieder ganz verschwunden. Genau, da gab es. Oder habe ich die falschen genommen? Das stand auch in der Proposal, glaube ich, ne? Ja, aber ein paar Formen werden schon unterstützt, ein paar grundsätzliche Formen. Also wie gesagt, so Satteldach und Walmdach und Pultdach. Das kann aber eben sein, dass wenn der Gebäudegrundriss, also wir machen das gerade nur für Gebäudegrundrisse, die nahezu, nicht quadratisch, aber rechteckig sind, weil sonst ist es eben schwierig. Und wenn man ein Gebäude hat, was komplexer ist, dann kann es gut sein, dass das Gebäude, das Dach einfach nicht generiert wird, weil da die Algorithmen noch nicht ausgereift genug sind. Ich hatte so ein paar Gebäude, die aus mehreren Teilen bestanden, immer einzelne Grundrisse und jedem Teil sein Dach. Aber die stoßen natürlich da irgendwo zusammen. Genau. Das ist wie eine Workshop in den Text. Achso, man muss da vielleicht dazu sagen, gerade bei dem Workshop haben wir uns da jetzt nochmal mit den Text zusammengesetzt, weil, wie du schon sagtest, vorher gab es da irgendwie zig Proposals um leicht widersprüchliche Sachen und da haben wir quasi mal wirklich so einen Katalog zusammengestellt, der hat zwar dann nur, ich muss jetzt lügen, 10 Dachformen oder so, aber wo wir dann hoffen, dass die dann wirklich auch breit unterstützt werden. Wenn ihr das wirklich mal live sehen wollt, sozusagen nach dem Eintragen, ist, glaube ich, das Kenzi-Plugin recht nett. Also das macht das sozusagen dann real-time, dass man da auch überprüfen kann, habe ich jetzt das Richtige genommen und so. Ja. Bei deinem Thema ist, das, was jetzt im Kenzi-Plugin in dem JOSN passiert, ist natürlich noch nicht in allen Viewern oder momentan glaube ich noch in keinem Viewer dann durchgezogen, dass es am Ende auch so aussieht. Das ist eben eine Sache, wo man gucken muss, okay, wenn man das editiert, soll es natürlich auch am Ende im Viewer so aussehen. Klar, da gibt es halt verschiedene Ansätze und wir sind froh, dass es schon so einen ersten kleinen Editor gibt da von Kenzi, der echt super cool ist und aber das heißt jetzt eben, ist noch keine Garantie, dass es dann eben auch jetzt in unserem Fall bei OSM 3D so aussieht oder wie es dann bei OSM 2 World aussieht, das muss man eben aufeinander abstimmen, dass es dann auch entsprechend passt, klar. Weitere Fragen? Morgen. Für den Flight-Flugsimulator, für so ein Open-Source-Projekt gibt es eine Datenbank, die in... Also groß ist das nicht, wenn man das auf die Welt bezieht, ist das klein, aber da sind irgendwie 2.500 individuelle Modelle drin. Mhm. Ich bin nicht unbedingt daran interessiert, da eine Parallelwelt weiter zu pflegen, wenn ich mir den Aufwand sparen kann. Im Prinzip gibt es die Sammlung ungefähr ähnlich lang, wie es OSM gibt, aber ich muss das nicht unbedingt haben. Wie erwische ich den Moment, wo ich unsere Modelle in OSM abkippen kann? Das ist eine gute Frage. Die sind teilweise ziemlich detailliert. Genau. Ist es dieses Open Scenery X Projekt oder ist es was anderes? Flight Gear. Das ist okay. Halt ein Open Source Flugsimulator. Okay. Der braucht sowas ja auch. Richtig, genau. Da gibt es halt, haben wir vorhin auch gesagt, einige Sachen, die eben auch da in der Community quasi gemacht werden. Wurde auch nicht erwähnt, aber ist egal. Aber es ist ein guter Punkt, weil es natürlich. Das Problem ist, dass wenn man da irgendwie was hat, was halt auch lauffähig ist, zum Beispiel so ein Repository, können wir jetzt noch nicht abschätzen, wann das wirklich irgendwie online gehen kann, dass es in breiter Form unterstützt wird. Ich frage auch nicht weder nach einem konkreten oder weniger nach einem konkreten Zeitpunkt, sondern wo muss ich ein Auge drauf haben oder was muss ich verfolgen? Ja, am besten. Also wir haben uns eigentlich darauf geeinigt, dass wir im OSM-Forum, da gibt es extra ein 3D-Forum und dass wir uns da probieren zu koordinieren. Gruppenintern. Hilft dir das ein bisschen weiter? Also das Ding ist halt einfach so, jetzt erstmal der Schritt gemacht, da ist so ein etwa einheitliches Tagging möglich und wir hoffen jetzt einfach mal, dass das so ein bisschen auch Verbreitung findet, weil du ja nach einem Zeitpunkt gefragt hast so und dann könnte man vielleicht Ende des Jahres mal schauen, wie da die Verbreitung der Tags ist, auf die wir uns geeinigt haben und ja, aber ich würde es nicht wegschmeißen. Also es wäre ja mal interessant irgendwie da mal in Austausch zu kommen, weil wenn du auch sagst, dass sie so super detailliert sind. Also es geht mir einfach darum, dass man muss nicht für alle möglichen Modelle irgendwie in zwei unterschiedlichen Open Source Repositories pflegen, deshalb. Genau. Wenn wir unseren Stand haben, kann man den da abkippen. Völlig richtig. Ist auch das gleiche mit Google Warehouse, dass die Leute da nicht irgendwie, ist wäre natürlich auch nicht erlaubt, sich dann die Modelle da rausnehmen und dann irgendwie ein OSM-Repository hochladen oder so. Aber klar, das muss man natürlich dann, wenn es sowas mal gibt, irgendwann gucken, wie sich das entwickelt, etabliert, dass man da eben nicht überall ständig das Gleiche modelliert, ganz klar. Meine Frage, wenn ihr jetzt halt so eine riesige Datenbank mit nutzergenerierten Modellen aufbaut, habt ihr euch denn da schon mal Gedanken gemacht, was ist denn, unter welcher Lizenz die denn zur Verfügung stehen? Weil man hat ja bei Wikipedia und bei OpenStreetMap gesehen, dass man auch da mal daneben greifen kann und dass es dann sehr viel Aufwand ist, das wieder zu korrigieren.
Puh, da bin ich auch überfragt. Soll ich eine Lizenz fragen? Vielleicht weißt du noch was? Naja, also wir haben schon überlegt, das Problem sind da sicherlich unterschiedliche Ansätze. Also zum einen kann man sagen, das Public Domain, wobei ich persönlich finde, dass so gerade 3D-Modelle, dass die Leute da eventuell schon ziemlich viel Arbeit reinstecken. Ich glaube nicht so richtig, dass das vielleicht Public Domain akzeptabel wäre. Müsste man mal schauen. Ja, und ansonsten irgendwie was Copyleft-mäßiges. Ne? Also mir persönlich wäre es halt am liebsten, wenn die ähnlich wie bei OpenStream einfach sagen, ja okay, die Modelle kommen da und daher. Aber ich will jetzt irgendwie auch keinen da zwingen, irgendwie einen ganzen Film oder einen Ausschnitt vom Film, wenn da irgendwie Rostock unter Wasser geflutet wird oder sowas, dass sie das unter Creative Commons stellen müssen. Ist meine Sache, aber da würde ich erstmal so ein bisschen diplomatisch vorgehen, sagen, ja okay, wenn 100 Modelle drin sind, dann geht man mal dieser Frage nach. Okay, danke. Auf dem Weg darüber ist mir auch noch gerade eine Frage in den Sinn gekommen, was mir ab und zu mal aufgefallen ist, was die Qualität von Gebäuden angeht. Also es gibt ja manche Mapper, die sehr, sehr viele Gebäude einpflegen und ihr setzt euch auch mit den Gebäuden auseinander. Was ist denn so der meiste Fehler, der beim Mapping von Gebäuden passiert? Also was ich zum Beispiel schon mal festgestellt habe, dass viele Gebäude nicht rechtwinklig sind. Das heißt, die werden einfach abgeklickert und gut ist. Was habt ihr so für Erfahrungen gemacht oder wobei sollte man besonders darauf achten, wenn Gebäude gemappt werden? Gut. Okay, dann ist eine gute Frage. Oder kannst du was dazu sagen, Tobias? Oder? Also, ich habe da schon ein paar Sachen bemerkt, was daran liegt, weil dass mein Tool noch ein bisschen unterentwickelt ist. Das heißt, es stürzt gerne mal ab, wenn etwas kaputt gemappt ist. Und ich habe gemerkt, dass teilweise eigentlich gar nicht so das Problem ist, was die Mapper von Hand erfassen, weil das scheint intuitiv eigentlich relativ gut zu laufen. Ich finde aber oft so Importe, die teilweise defekt sind, die Polygone haben, die selbst überlappend sind oder sonst irgendwas. Und das sind eigentlich dann immer die Bereiche, wo man wirklich großflächige Datenprobleme hat. Also aus meiner persönlichen Erfahrung sind eigentlich die von Hand gemappten Daten in dem Bereich besser als das, was man teils so an Importen reinbekommen hat. Wisst ihr vielleicht, ob es auch Bestrebungen gibt, einen Konverter zu bauen für CityGML? Also OSM-3D-Daten zu CityGML zu konvertieren? Oder sind die Datensätze oder die Datengrundlage ist hier zu verschieden von den semantischen Inhalten? Also zu verschieden. Meinst du das auch für die 3D-Modelle dann oder für die momentan noch generiert werden, also auf dem Text basierend oder auf externen 3D-Modellen? Was würdest du in CityGML oder alles möglichst viel? Also der GML-Typ ist ja auf einen Text aufgebaut. Ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass es, wenn man dort die gleichen Inhalte hat oder ähnliche Inhalte, dass es vielleicht möglich wäre, einen Konverter zu bauen. Ja, da gibt es eine Arbeit von meinem Kollegen Markus. Wenn dich da interessierst, dann sprich am besten mit ihm, der kann dir da mehr darüber erzählen, wo genau das eigentlich gemacht wurde. Also aus OSM-Daten versucht, CityGML zu machen. Und da eben in verschiedene Levels of Detail und so weiter, was ist da möglich, wie kann man das aufeinander abbilden sozusagen, also gibt es Möglichkeiten, ja. Meine Frage wäre, was hast du damit vor, weil so für die persönliche Motivation, auch wenn ich da jetzt gar nicht so involviert bin, also warum ist für dich CityGML wichtig? Ja, ich arbeite gerade in meiner Masterarbeit daran, deswegen. Okay. Ja, es ist halt ein Format, was gerade bei vielen öffentlichen Verwaltungen und so einfach gern genommen wird, weil die wissen, was sie daran haben. Das ist halt CityGML, es ist ein sehr reichhaltiges Format, viel Semantik und so weiter drin. Und da ist immer auch die Frage, wie kann man solche Daten aus dem Projekt wie OSM überhaupt sowas abbilden. Aber wie gesagt, gibt's Arbeiten zu. Aber klar, das wäre auf jeden Fall eine Sache, die gerade für diese Zielgruppe, sage ich mal, interessant wäre, CityGML. Ja. Ja, ich finde es wichtig, wenn man in Richtung dieser parametrierten Modelle weiterkommt. Und zwar deshalb, weil eines der großen Probleme bei 3D und der fehlenden Durchsetzungsfähigkeit von 3D das Problem ist, dass man eigentlich wenig analytisch auf den Daten rechnen kann. Das ist auch wenn wir CityGML haben, ist so richtig Analysefähigkeit eben noch nicht da. Wir haben zumindest schon mal so einen groben geometrischen Standard, aber der ist auch nicht
intern gut strukturiert. Also ich kann nicht hingehen und kann sagen, rechnen wir jetzt schnipp aus einem mathematischen Modell meine Solarpotenzialflächen raus. Ja, nur mal als ein Beispiel, ne? Oder die Gebäudevolumina oder sowas. Ja. Und das finde ich ganz wichtig, dass da mal ein paralleler Ansatz entsteht, in dem solche Dinge möglich sind, weil erst das meiner Ansicht nach den wirklichen Durchbruch für 3D bringen wird. Bisher ist 3D in wesentlichen Teilen gucken. Und das wird für eine tragfähige Lösung nicht ständig beitragen. Ich beschäftige mich seit 15 Jahren mit dem Thema 3D-Stadtmodelle und wir sind eigentlich aus der wirklichen Phase der Jahresendprojekte für Auftraggeber eigentlich noch nicht wirklich rausgekommen. Und da denke ich, könnte hier wirklich ein guter Ansatz sein, da weiterzukommen. Ich denke, du hast recht. Also diese Solarpotenzialanalyse sieht man ja öfter mal. Das Problem ist aber auch gerade, ich meine, wir sind ja ein VGI-Projekt. Also man sollte da ja irgendwie Aspekte aufgreifen, die auch irgendwie die Mehrheit interessieren. Und daher denke ich, haben wir uns auch erstmal auf so Sachen geeinigt. So, das sieht gut aus. Also irgendwelche Aspekte, um jetzt 3D-Sachen grafisch zu erfassen. Ne? Also wir hören ja nachher auch noch, es geht ja auch diese ganzen Indoor-Geschichten, das müsste dann ja auch noch alles mit rein und also vielleicht auch nicht zu komplex machen, gerade so zum Anfang. Erstmal gucken, wohin die Reise geht und dann kann man ja immer noch sagen, okay, wir wollen jetzt VGI 3D Solar. Gut, dann vielen Dank an euch drei nochmal.